Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir werden jetzt mal wieder zum Altusplateau zurückkehren und dort mal ordentlich auf Forschungsreise gehen. Dabei würde ich ganz gerne mal hier beim großen Aufzug von Dektus anfangen. Ich habe ja eigentlich die dazu benötigten Medaillons eingesammelt. Moment. Medaillon heben. Okay, achso, kann ich nur bei dem dritten Kreis dort machen. Aha. Alter Vater. Okay, nice. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich damit gerechnet, dass die komplette Plattform der Aufzug wirklich ist. Oh, hi. Was geht? Die haben den Aufzug von der anderen Seite bewacht, oder was? Ja, geil, ey. Okay, also, ja, ich wusste ja, das heißt großer Aufzug von Dektus, aber ich habe nicht erwartet, dass er so groß ist. Das hat mich dann jetzt doch etwas überrascht. Was geht? Seid ihr mir freundlich gesinnt, wenn ich von der Seite komme? Naja, zumindest greifen die mich null an. Okay. Dann lasse ich sie auch da stehen. Dann soll es mir recht sein. Hier noch irgendwas zu finden. Ein paar Blümchen, ein paar Tierchen. Aber ansonsten scheint hier an sich nichts zu sein. Momentchen mal. Bin ich dort gewesen? Bei den Ruinen, die ich da jetzt vor mir sehe? Probieren wir es doch mal aus. Was haben wir hier? Blitzsichere Trockenleber. Okay. Und ein paar niedliche Untote. Wow. Der ist mit seinen roten Augen nicht mehr ganz so niedlich. Oh Mann. Hier sind ja nur welche mit roten Augen. Ruinen von Lux. Eieiei. Oh, hi. Zum Glück vertragen die Zauber scheinbar nicht so gut. Alter, wie viele sind denn da noch? Holy! Alter, waren da noch viele. Meine Güte. Falchion bekommen wir. Oder Falchion. Faden. Okay. Goldene Rune. Hier ist jetzt aber keine geheime Höhle oder so, ne? Die ist ja normalerweise unter Steinplatten verborgen. So. Hallo. Ganz was Besonderes hier. Kriegsasche Schildaufprall. Alter Leute. Wie viele von euch sind denn hier? Das gibt's ja nicht. Hi. Nice. Also gegen die Gegner auf dem Altusplateau habe ich mittlerweile auch schon ziemlich gute Chancen, also um nicht zu sagen, die sind schon zu leicht für mich.
Ah, okay, diesmal nichts Verstecktes. Interessant, interessant. Aber ein Boss ist hier. Okay, dann mache ich mal alles voll. Und dann schaue ich mal. Ich habe das Gefühl, hier beschwöre ich jetzt mal Lutel. Halbmenschliche Königin Gillika. Okay. Wow. Ja, meine Imitatorträne wäre hier, glaube ich, auch overpowered gewesen. Lutel macht die Königin ja schon ziemlich gut alleine fertig. Braucht sie fast nicht meine Hilfe. So. Nice. Easy peasy. Was haben wir denn hier? Eine Truhe mit dem Ritualschwert-Talisman. Aha. Was macht der denn genau? Wo ist das gute Stück? Ah, da. Ein Talisman geformt nach den Schwertern für rituelle Kämpfe zu Ehren des Erdenbaums. Erhöht die Angriffskraft bei maximalen LP. Hm. Also normale Angriffskraft oder generell? Also wird damit generell mein Schaden erhöht oder nur der körperliche Schaden? Oder nur der magische? Oder alles? Ich gehe davon aus, einfach mal alles. Zur Zeit von König Radagon war dieser Brauch bereits ausgestorben, aber noch heute finden sich in allen Landen Überreste der Arenen, in denen diese rituellen Kämpfe stattfanden. Ja. Alles klar. Haben wir noch was Schickes gefunden? War da noch was? Da war so eine Abseitsnachricht. Sprungangriff versuchen. Nö. Ich glaube nicht. So, mein treues Ross. Damit hätten wir diese Ruinen wohl auch geplündert und ihre Geheimnisse ergründet. Ging fix. Wow, Vorsicht. So. Könnte hier noch was sein? Zeit für dies Geste und dann Geheimgang voraus. Okay, auf die Brust klopfen. Warum immer Ratte? Moment, ich benutze mal noch dieses eine Medaillon, das mir ja empfohlen wurde. Margits Kette. Nix. Schade. Na gut, warum immer Ratte? Ja. Komisch, warum ist das so krass bewertet, wenn es keinen Geheimgang hat? Oder sollte dieses auf die Brust klopfen so eine Art Nachricht sein, dass das nicht ernst gemeint ist? Wäre ja auch möglich, ne? Hi! Was ich mir schon überlegt habe, ich habe hier oben ja eine so eine Art Marionettenarm gefunden. Kann ich ihr den geben? Now, I'm tracing the path Melania took. She's passed into the lands that lie beyond the Earth Tree. Die Walkürenprothese überreichen. Tatsache! Ich kann sie ihr geben, habe ich mir fast gedacht, Leute. Geil. Bitteschön. Are you giving me this arm? Thank you. I am in your debt yet again. I think. If the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. Nice, schön. If the arm serves well, it might be perhaps then I can aid you in battle. Nice. If the arm, it might be possible, perhaps. Schön. Moment, dann folgendes. Dann werde ich nochmal ganz kurz hier am Ort der Gnade rasten. Gucken, ob sie dann noch dort steht. Ich glaube, ich sehe sie nicht mehr, oder? Ah, doch! Nee, sie trägt leider noch nicht. Ah, schade. Schade. Ich hätte sie jetzt direkt gerne mit dem neuen Arm gesehen, aber es braucht wohl seine Zeit. Sie muss sich natürlich erstmal an das Ding gewöhnen, ne? Damit umzugehen lernen. Schätze ich mal, das wird so seine Zeit dauern. Ja, okay. Na dann,
werde ich mich jetzt mal als nächstes nach da hinten begeben. Dort scheint ein Siegelgefängnis zu sein. Das würde ich mir ganz gerne noch anschauen. Dort lässt sich mit Sicherheit wieder ein netter kleiner Boss besiegen. Wow! Alter, der hat mich sogar mitten in der Luft erwischt. Der Drecksack. Ist nicht wahr, ey. Der Legolas für Arme da hinten mit seinem riesen Armbrustgeschütz. Oh. Die Straße hier sieht schon sehr edel aus, muss ich sagen, ne? Die, die zum großen Aufzug führt. Schon sehr schick. Was zur Teufel? What? Jetzt bin ich verwirrt. Ja. Schön und gut. Oh, hi. Aber da komme ich doch nicht runter, ohne zu sterben. Es sei denn, hier ist irgendwo so eine Windböe. Irgendwie bezweifle ich, dass hier eine ist. Ich sehe zumindest bislang nichts. Ah, hier vielleicht? Hier gehen die Steine so ein bisschen runter. Ja. Ich glaube, da ist ein Weg. Okay. Oh, gut. Ich war schon dabei, mir das Hirn zu zermartern, wie ich da wohl runterkomme. Halleluja, da ist er, der Weg. Danke. Oh, sonst hätte ich mich verrückt gemacht und hätte wahrscheinlich wieder im Internet nachschauen müssen. Aber nein, da ist der Weg. Ist hier zufällig dann auch ein Ort der Gnade zu finden? Bei allen den Gegnern hier in der Nähe vielleicht nicht. Aber dafür ist eine Höhle hier. Eine große Höhle. Wahrscheinlich ein optionaler Dungeon. Okay. Und da wird mir schon ein schönes Willkommenskomitee bereitgestellt. Schön. Oh, brauche ich für dieses Gefängnis wieder einen Steinschwertschlüssel? Gerne. Hab ja genug. Und hier auf dem Altusplateau benutze ich die Dinger gerne. Siegelgefängnis des goldenen Stammbaums. Oh boy. Klingt schon mal sehr interessant. So, hier lieber schon mal hier hin. Beschwören kann ich ja leider nichts. Aber ich kann ein Setup machen. Ich heile mich vorsichtshalber komplett voll. Oh, Godofrey der Verpflanzte. What? Und go! Shit. Schade, aber wir haben ihm schon mal gut Damage gemacht. Über die Hälfte ist weg. Godfrey! Joi. Respekt. Er hat was drauf, der Gute. Rumrollen kann er. Ja, geil. Oh, böser Wirbelsturm. Alter, der rollt auch immer in die Richtung. Junge! Du Penner! Der rollt auch immer in die Richtung, die für meinen Zauber unvorteilhaft ist. Du Sack! So, auf Wiedersehen. Da ist er down. Godfrey's Ikone. Godfrey's. War da nicht eben noch ein E mehr? Oder habe ich mir das jetzt nur dazu gedichtet? Ich meine, ich hätte das da noch gesehen. Hm. Naja, was soll's. Ups. Hauptsache er liegt. Jetzt können wir hier rein. Wobei es scheint kein wirklicher Dungeon zu sein.
ist denn das für ein Nebel hier? Einfach nur damit hier ein paar wegen denen, ja. Damit die mich hier schön ungesehen attackieren können, ich sehe schon. So. Ja, schade. Leider kein optionaler Dungeon, aber ein optionaler Weg sozusagen, um hierhin zu gelangen, wo doch auch dieser Turm ist, oder? Nö. Ah, der Weg ist das zu dem Schloss. Ja, okay. Dann eben wieder dort hoch teleportieren. Sonst müsste ich ja wieder eine ganz große Runde drehen. Okay. Dann als nächstes... Oder ist dort noch irgendetwas? Das ist zwar nichts markiert, aber ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass da nichts ist. Ich reite da einmal entlang, nur um sicher zu gehen. Wobei, war ich hier nicht sogar schon mal? Bin ich hier nicht schon mal lang geritten? Bin mir gerade nicht sicher. Da ist ja die Kirche, die habe ich ja bereits entdeckt. Ja gut, nee, dann werde ich hier schon mal gewesen sein. Ja gut, in dem Fall werde ich mich jetzt mal zu den ganzen Orten begeben, die ich schon mal im Vorhinein hier markiert habe. Das eine wäre... Upsala, nope, das war der falsche Knopf. Aha, da hinten der Erdenbaum. Den habe ich bereits markiert. Da oben ist auch eine Markierung. Wie komme ich da hoch? Kümmern wir uns doch erstmal darum. Um das, was direkt bei mir scheinbar ist. Ich muss nur noch einen Weg dahin finden. Ich glaube, das habe ich gerade getan. Na, was haben wir denn hier? Okay, ich muss doch noch etwas höher. Oh, nicht runter. Nicht runter, bitte. Wobei da eventuell ja auch was sein könnte. Ja, wobei es ist nur eine Nachricht, die ich da gerade leuchten sehe. Da hinten ist auch ein Item sogar. Soll ich es wagen, da mal runter zu springen? Aus der Höhe könnte es möglich sein, das zu überleben. Ja, ist es auch. Alter, was zur Hölle ist das hier? Sternenlicht-Bernstein. Aha. Sakramentsknospen. Herber. Ha. Interessant. Wow, was ist denn da unten? Wo komme ich denn da hin? Vor allen Dingen, das ist der Weg hier ist ja geradezu mit Nachrichten gepflastert. Hallo Schmetterlinge. Heranwachsender Schmetterling. Okay, dann komme ich jetzt wieder hier beim Start raus. Ganz interessant, aber eigentlich wollte ich ja weiter da hoch. Gibt es auf dieser Seite überhaupt einen Weg da hoch? Oder muss ich irgendwie von der anderen Seite kommen? Von dort aus wahrscheinlich. Von da aus geht's wohl. Ja gut. Ich möchte das ja möglichst von Süden nach Norden so ein kleines bisschen aufbröckeln. Das Gebiet. Deswegen reise ich einmal hier hin. Wer ist hier? Einsiedler hin. Achso. Ah, da ist der Durchgang. Ups.
Also, dann muss ich ja scheinbar einmal da durch. Und dann hier quasi schon mal links. Sofern ich nicht irgendwo aus einer tödlichen Höhe abspringen muss. Da hinten sind ja total viele Mühlen. Sehe ich das richtig? Krass. Habe ich die goldene Saat schon gesammelt? Nö. Mega. Geil. Goldene Saat ist immer geil. Okay. Nein. So, das hier müsste doch jetzt der Weg sein, dem ich folgen muss, oder? Jetzt folge ich ihm gerade in die falsche Richtung. Ha. Oh. Sorry, Leute. Federtierfuß mit vier Zehen. In die Richtung soll ich? Aha. Ja, scheinbar ist es auch durchaus möglich, hier lang zu reiten. Zumindest ist auf der Karte ein Weg eingezeichnet, der so verläuft. Hallo! Dunkelschmiedestein 5. Das war, glaube ich, wieder so ein Gemäldefundort. Scheint zumindest so zu sein. Diese Typen, die auf den Sitzen mitten im Nirgendwo hocken. Die, wurde mir gesagt, gehören ja zu diesen Gemäldehinweisen. Die nur dann auftauchen, wenn man das Gemälde findet. Vorher wäre da nichts gewesen. Oh Mann. Blitze, ja super. Da ist wenigstens ein Ort der Gnade, das ist gut. So. Muss ich da jetzt durch die Blitze durch, ja super. Hoffentlich habe ich eine recht gute Blitzresistenz. Versuchen wir es mal. Fulgurblüte. Ah. Wachsen die nicht sogar im Speziellen dort, wo Blitze einschlagen? Ich meine, irgendeine Blüte, bei irgendeiner Blüte hätte ich das mal gelesen. Naja. Da wären wir. Hallihallo. Oh, Assassine. Nein. Och nee, schon wieder einer von denen. Jo, alles klar. Au, au. Ah, hat genau das gleiche Moveset wie die Anführerin. Natürlich hat er das. Okay, vielleicht wäre meine Imitator-Träne jetzt doch besser gewesen. Ja, laber. Was konzentriert er sich überhaupt noch weiter auf mich? Kame, Kame. Ha! Als ob der ausgewichen ist. Jawohl, habt ihr nochmal schön erwischt. Immerhin. Ja, hast du es mit zwei Gegnern zu tun, ne? Hoppala, würde ich sagen. Au, au, au. Au! Mann! Jetzt reicht's auch langsam. Naja, wir kriegen den auf jeden Fall klein. Den Assassinen. Wir haben ja schon längst die Chefin erledigt, also... Die Untergeordneten sind ja normalerweise dann nicht ganz so schlimm im Vergleich. Schwarzes Messer bekommen wir. Okay. Und was haben wir hier? Die Krypta der schwarzen Klinge? Oh, da ist ein Aufzug. Oh. Ein weiterer Aufzug? Moment. Erst einmal schaue ich hier mal ein kleines bisschen umher. Einmal drumherum gucken. Aber was Besonderes scheint hier nicht versteckt zu sein. Gut. Dann rein da. Was haben wir denn hier Schönes?
Wohin bringt dieser Aufzug mich jetzt wohl? Wieder in den Untergrund? Sieht schon mal sehr interessant aus. Wie heißt der Dungeon? Grab des heiligen Helden. Schon wieder ein Grab. Ja, super. Mit denen haben wir ja mittlerweile schon so unsere Erfahrungen. Vor allen Dingen, dass da meistens eine bestimmte Art von Falle auftaucht. Ich freue mich jetzt schon. Ganz, ganz toll. So, es gibt hier zwei Wege, wie es scheint. Was ist denn das hier? Links ist der des Schattens Untergang. Nee, Licht ist des Schattens Untergang. Ups, verlesen. Okay, Talisman voraus. Ja. Auch ohne die Nachricht hätte ich da den Steinschwertschlüssel eingesetzt. Hallo, hi. Purpursamen-Talisman. Okay. Was macht der denn Schönes? Verstärkt die LP-Regeneration von Purpurtränen. Ein purpurfarbener Talisman nach dem Vorbild der Erdenbaumsaat. Verstärkt die LP-Regeneration einer Flasche mit Purpurtränen. Einst war der Erdenbaum perfekt und ewig. Daher glaubte niemand, Erdenbaumsaat könnte tatsächlich existieren. Okay. Also, ja. Sorgt einfach nur dafür, dass meine Heilung etwas besser wird. Hat quasi den Effekt einer heiligen Träne. Nachdem ich sie benutzt habe. Okay. Bisschen seitlich gehen. Hier könnte ja jederzeit so eine Fallenplatte sein. Genau mittig platziert. Aha. Was zum... Hat er sich gerade geduckt? Hat er sich gerade flach hingelegt? Um meinen... Angriffen zu entkommen? Was war das denn? Oh, hi. Hahaha. Oh ja. Geisterteillinie 4. Die Viecher können mir jetzt auch nicht mehr so viel. Zumindest die nicht, die hier herumkreuchen und fleuchen. Okay. War da nicht gerade eben noch ein anderer Gang, den ich hätte nehmen können? Der hier sieht aus, als ginge es hier weiter. Ja, wobei, der hier führt in eine neue... Ah, nee, das sieht doch nach Sackgasse aus. Ich dachte, weil der in ein anderes Stockwerk führt, wäre das hier eventuell der... Ah, wobei... Ist doch gut. Mensch. Was ist denn das hier? Ein heiliges Siegel? Monster voraus und dann heller Ort versuchen. Aha... Komm her. Ja, komm. Ja, komm. Ah. Muss ich die schwarzen Kreaturen dorthin locken, sonst kann ich die nicht besiegen, oder? Wie schaut's aus? Oh Mann, ich habe hier doch den richtigen Pfad jetzt gewählt, oder was? Ja, super. Hallo. Oh, oh. Na, ich lass sie mal schön hierher. Wow, kommen. Ach, Lava, komm her. Junge. Ja, und du, Kollege, hast auch nicht so viel drauf, ne? Verkriechst dich da in deiner Ecke. Deine Dinger machen nicht allzu viel Damage, also... Tja, hat leider nicht so gut funktioniert, deine Strategie. Ist hier etwas in der Ecke noch? Kein verborgener Pfad voraus, umso mehr preiset Geste. Ja, meinetwegen. Bald habe ich die 80.000 für das nächste Level up zusammen, die investiere ich dann auch genau dafür. So, ich werde gleich sowieso noch zum Anfang des Dungeons zurückkehren müssen, sobald ich den Hebel gefunden habe. Oder... Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, es gibt hier doch bestimmt keinen Hebel, ich Depp. Habe ich die Schattenkreatur gerade auch?
Moment, ich versuch's jetzt erstmal. Ah, ich kann die tatsächlich gar nicht angreifen. Meine Angriffe gehen komplett durch sie durch. Alles klar. Alles klar. Ja, musste ich ja einmal ausprobieren, wie es ist, sie anzugreifen, ohne... Ah, schade. Ohne, dass sie ins Licht getreten sind. Jetzt weiß ich's. Alter, habe ich mich erschreckt, dass der Boden eingebrochen ist. Jetzt kommen sehen müssen. Der sah schon so anders aus. Dadurch hätte ich vielleicht nicht drauf kommen können, dass er einbricht, aber ich hätte drauf kommen können, dass da irgendwas passiert. Ah, geil. Ja, super. Und nach oben komme ich gar nicht mehr, oder wie? Shit, ich bin da oben jetzt auch durch an irgendeinem anderen Stockwerk vorbeigefallen. Ja, nice. Ganz toll gemacht. Ach, das sind die wieder, die ihren Brustkorb aufreißen. Als ob. Und zack. So lahmarschig wie der sich bewegt hat, wusste ich, dass die Klinge ihn noch erwischen würde. Nice. Oh oh. Oh oh. Warum darfst du hier drin reiten und ich nicht, Kollege? Wo ist er? Warum darfst du hier drin bitte reiten, hä? Okay. Du schenkst mir Zauber, ich schenke dir Zauber. Das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Bam. Ja, klar. Immer schön seitwärts. So, bam. In der Luft erwischt. Ha. Eieieiei. Hi. Hier durch. Zack, zack, zack. Was ist denn hier? Ah, eine Leiter, die ich hochklettern kann. Okay. Aber ich habe das Gefühl, da ist jetzt gerade der Boss. Krieger versuchen. Von einem Gerät... Oh. Es gibt hier also doch eine von einem Hebel versperrte Tür. War nur nicht am Anfang des Dungeons, wie es sonst gerne der Fall ist. So, wo kommen wir denn hier raus? An einem neuen Ort, wie es scheint. Menschenknochensplitter habe ich bekommen. Okay. Geistertallilie 4 und 5 haben wir jetzt hier nochmal bekommen. Schön. Ah, okay. Ich komme langsam wieder nach oben. Ich verstehe. Oh Gott. Der ist auch noch komplett schwarz. Redekopf dann mal los. Also der ist komplett in Schatten gehüllt. Wie soll ich den jetzt erledigen? Ah, warte mal. Da hinten ist, glaube ich, ein Ort mit Licht, oder? Das hier? Hier? Na komm. Nö, es bringt gar nichts. Geil. Oh. Was soll ich denn sonst machen? Vision hier von Sieg. Ja, wie denn? Oder soll ich ihn irgendwo hin anders locken? In den letzten Raum vielleicht. Mein Licht scheint ja auch nicht zu wirken von der Fackel. Ich locke ihn mal hier hin. Vielleicht bringt das ja was. Oder muss ich hier gleich runterfallen? Oh ja, als ob der wieder respawnt. Laber. Ja, scheiße. Alter. Das war jetzt eng. So. Das war jetzt eng. Warum respawnen die? Unendlich oft scheinbar. Shit. Kann ich ja gar nicht gebrauchen. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem.
Gibt es hier einen versteckten Gang oder eine Leiter? Irgendwie sowas. Hä? Au, au. Hier gibt es gefühlt gar nichts. Ja, wie soll ich ihn denn dann besiegen, bitteschön? Da, meine Angriffe gehen komplett durch ihn durch. Ja, komm. Wie oft willst du noch angreifen? Noch weitere 200 Mal? Ja gut, ich glaube, die einzige Chance, die ich gegen ihn hätte, wäre, indem ich hier runter springe. Scheint das Spiel genauso zu sehen. Yikes! So. Komm mal her, du. Ja, komm. Oh, komm jetzt. Vorsicht. Jungchen. War ich zu schnell für dich, oder was? Soll ich es nochmal machen? Scheinbar. Ja. Ja. Alter, ey. Ich habe auch das Gefühl, der kann locker durch die ganzen Fallbeile durchlaufen. Durch seine Schatten. Ja, komm jetzt! Junge! Alter, jetzt! Du Sackgesicht, ne? Jetzt, wo er kurz davor ist, in Licht zu treten, da kriegt er Schiss. Jetzt komm endlich! Komm ins Licht! Damit wir fair gegeneinander kämpfen können jetzt. Alter. Ich schwör, ne? Der will nicht hier rein. Ich kotze. Der hört auch nach einem einzigen Schlag auf einmal auf. Jetzt ist er drinne. Komm. Nein, du greifst weiter an. Ja, verstanden. Nein, weiter angreifen. Weiter. Jawoll. So. So nämlich und nicht anders. Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Ach, ernsthaft? Der Typ hat das Ding bewacht. Ich musste keinen Hebel benutzen? Wow. Mal was Neues. Problem ist jetzt nur, ich habe für den Boss nichts zum Heilen. Ist ein kleines Problem. Aber ich gehe davon aus, hier unten wird es irgendwo einen Pfahl von Marika geben, der mich wieder hierhin zurückbringen wird. Allerspätestens hier kurz vom Bossraum, oder? Wird doch safe einer sein. Da, sag ich doch. Alter Vater, sind hier viele. Schön. Nochmal von denen einmal küssen lassen. Und jetzt kriege ich den nicht kaputt. Alter. Weil er runtergefallen ist. Der Honk. So. Gut. Dann versuchen wir es mal. Meine Imitator-Träne kann ich natürlich vergessen, ist klar. Uralter Held von Samor. Oh, aber ich glaube, wir haben eine Chance gegen den. Alter, war da. Jo. Was zur Hölle macht er? Keine Ahnung, was er gemacht hat. Der hat seine Waffe scheinbar verstärkt. Das hat er getan. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war zu viel. Oh Gott. Komm schon. Nein, nein. Oh Gott. Ich dachte, das wäre jetzt mein Tod gewesen. So kurz vorm Ziel. Huiuiuiuiuiui. Alter. Asche des Drachenritters Christoph habe ich bekommen. Boah. Das wurde zum Ende hin ja doch nochmal eng. Mit dem Frostzauber, den er losgetreten hat. Alles klar, aber geschafft. Sehr gut. Wurzelharz, okay. Ah, Rumpf. Okay. Ja. Sehen wir nicht zum ersten Mal sowas hier. Okay. Zum Eingang zurückkehren.
Puh! Haben wir es doch nochmal hingekriegt. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich freue mich, dass es noch geklappt hat. Ja, eigentlich, das war jetzt nicht der Eingang, zu dem ich wollte. Aber gut, klar. Das Spiel geht davon aus, dass ich direkt nach draußen möchte und nicht zum letzten Ort der Gnade. Zu dem ich ja jetzt eigentlich auch direkt hätte reisen können, anstatt den Aufzug zu rufen. Ah, egal. Egal. So, ach. Genau, jetzt kann ich ja meine Runen investieren. Natürlich weiterhin die Weisheit, ist ja klar. Mehr Damage. Let's go. So, und jetzt werde ich mal die alternativen Pfade hier noch einmal zu Ende erkunden. Schaltplatten scheint es hier ja doch nicht zu geben. Also irgendwelche Schaltplatten auf dem Boden, die Fallen aktivieren. Boah, wie die teilweise im Boden versinken. Als ob sie sich so krass schämen würden. Angriff versuchen. Ah, cool. Okay. Bin ich denn jetzt gelandet? Jetzt kann ich hier so ein kleines bisschen an der Decke entlang laufen. Aber den Raum kenne ich ja an sich bereits. Solange ich hier jetzt nicht in der Lage bin, über die erhöhte Position an ein neues Item ranzukommen, bringt mir das ehrlich gesagt herzlich wenig. Und an dieser Stelle rechne ich schon nicht mehr damit. Ich glaube, das ist einfach nur eine alternative Art und Weise, um in diesen Raum reinzukommen. Bringen tut es einem irgendwie nichts. Schade. Also noch nicht mal ein kleines Item oder so. Hm. Na gut. Dann weiß ich wenigstens um die Verbindung zwischen diesen beiden Räumen. Ist ja okay. Naja, wobei, da hätte ich jetzt auch, mich auch direkt reinfallen lassen können. Das wäre jetzt egal gewesen. Stattdessen nehme ich jetzt hier wieder den längeren Weg, ich Experte. Ach, egal. Das war ja der erste... War das der erste Schattengegner, oder? Nö. Den hätte ich hier nicht hinlocken müssen. Ich glaube, die Schattengegner, die spawnen auch gar nicht. Hier war doch einer. Mit Sicherheit. Nö, doch. Da unten sind sie zumindest. Also respawnt nur der erste nicht? Hm. Na egal. Ja, wobei, die Schattengegner sollte ich doch schon erledigen. Vorsichtshalber. Ja, komm. Ja, komm. So. Wichtkopfkatze. Schön. So, genau, hier ist ja der Boden eingerissen oder eingestürzt. Wenn ich jetzt am Rand entlang laufe, finde ich hier schon mal was. Die Asche der Soldaten von Laendell. Okay. Und wenn ich mich hier hinten jetzt fallen lasse, so schräg, was passiert da? Na, nee. Ach so, oh, ich bin doch nicht falsch gefallen. Die Ebene, von der ich dachte, ich wäre da daran vorbeigefallen, war in Wirklichkeit die Ebene, von der aus ich runtergefallen bin. Ups. Ja gut, damit hätte ich hier eigentlich alles erkundet. Mehr gibt es hier ja nicht. Der Rest wäre dann eigentlich dort oben. Das, was ich vorerst markiert habe. Die habe ich ja eigentlich erkundet. Da könnte was sein. Da könnte was sein. Jetzt könnte ich ja, jetzt kann ich ja wieder so ein kleines bisschen meine Wegpunkte hier verteilen für den Norden. Ne? Und da die auffälligen Orte so ein kleines bisschen unter die Lupe nehmen. Hier und hier. So. Damit haben wir doch erst einmal mehr als genug, würde ich sagen. Momentchen mal. Wie viele Wegpunkte kann ich jetzt eigentlich machen? Da ist die 2? Wieso ist da die 2? Irgendwelche Wegpunkte sind, glaube ich, gerade überschrieben worden. Kann das sein? Vor allen Dingen, der, ich habe doch eigentlich hier den Erdenbaum noch markiert, oder? Hatte ich das nicht?
Also mit anderen Worten, es gibt ja scheinbar nur eine bestimmte Anzahl an Wegpunkten, die man platzieren kann. Ich dachte, die wären, die, da könnte man mindestens 10 Stück auf einmal von platzieren. Was ist jetzt hier die höchste Zahl? 5. Also nur maximal 5 sind möglich? Ha, ich wusste gar nicht, dass es da ein Limit gibt. Aber gut, dann weiß ich's jetzt. So Leute, bevor wir allerdings weiter das Altus-Plateau erkunden, würde ich an der Stelle für heute Schluss machen. Wir haben auf jeden Fall ordentlich was geschafft. Im nächsten Part könnten wir... Na, wobei, wenn hier mindestens noch 2 weitere optionale Dungeons zu finden sind, bezweifle ich, dass wir das im nächsten Part abgeschlossen kriegen. Wir werden da mindestens noch 2 weitere Parts für brauchen, denke ich. Aber so oder so, für heute heißt es erstmal, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.